So, jetzt haben wir unsere Kartoffeln ein schönes Bad genommen. Jetzt werden sie geschnitten. Heute drehe ich das erste offizielle Video, jetzt mal wieder nach knapp 2 Wochen. Ich meine, man sieht es mir glaube ich gerade an, ich schaue nicht so ganz gesund aus. Ich habe vor knapp 1,5 Wochen meine Medikamente absetzen müssen, wegen allergischer Reaktion auf das Ganze. Und mir geht es halt immer noch nicht so ganz prickelnd, wie man es auch merkt. Ich habe auch jetzt natürlich aufgrund dessen natürlich jetzt die Woche noch einen schönen Schub gekriegt. Also wie hat sich bei mir die allergische Reaktion ausgewirkt? Das war mit Atemnot, Kurzatmigkeit, Hautausschlag, Hautrötung und so. Und deswegen kommt in den letzten 2 Wochen auch kein Content mehr, weil es mir einfach nicht so gut geht. Aber auf alle Fälle, ihr seht, ich stehe in der Küche. Heute geht es wieder mal ums Thema Essen. Und zwar heute machen wir einen klassischen Kartoffelauflauf. Und wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen zerknittert ausschaue, aber ich kann gerade nichts dagegen tun. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los mit unserem leckeren Kartoffelauflauf. Wie wir den machen, vielleicht schaffe ich es dieses Mal endlich auch mal die Rezepte und die Mengenangaben mit reinzuschreiben. Bis gleich. Also, jetzt machen wir unsere Version vom Kartoffelauflauf. Normalerweise der klassische Auflauf ist mit Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, das ist eigentlich alles immer mit drin. Wir hauen jetzt aber hier noch mit Paprika mit rein, um dem Ganzen auch ein bisschen Farbe zu verleihen. Genau. Ich schäle die Paprika immer recht gerne. Ich schäle die Paprika eigentlich recht gerne. Ich schneide die immer so hier gleich hier vom Rand weg, weil da habe ich gleich das Thema mit dem Kern nicht mehr. Kommt natürlich darauf an, was ihr mit der Paprika anstellen wollt. So habe ich das ganze Kerngehäuse hier zusammen, habe nichts mehr zum Rauskratzen und alles ist weg. Ja, ich bin so ein kleines Schüssel-Junkie und ich haue gerne das Zeug in Schüsseln rein, dann tue ich mich leichter zum später. Genau, ich mache es jetzt so, ich haue jetzt die Paprika in kleine Würfel, schneide ich jetzt gerade, weil normalerweise schichtet man das ja alles schön zusammen und habe ich heute keine Lust. Also so kleine Mini-Streifen, die gehen ja genauso. So, jetzt haben wir die Paprika geschnitten, schön in, naja, in Streifen einfach, nicht zu fein, nicht zu grob. Ja, als nächstes schälen wir die Kartoffeln und machen dasselbe mit den Kartoffeln. Ich glaube, Kartoffeln schälen muss ich euch nicht zeigen. Hallo? Muss ich euch jetzt doch zeigen, wie man Kartoffeln schält? Man nehme eine Kartoffel, man nehme einen Schäler und ziehe dieses über die Kartoffel. Dann fällt eine Haut herunter und das macht man immer wieder. Aber ich glaube, das machen wir jetzt alles etwas schneller, oder? Hallo? Muss ich jetzt doch zeigen, wie man Kartoffeln schält? Man nehme eine Kartoffel,
Man nehme einen Schäler und ziehe dieses über die Kartoffel. Dann fällt eine Haut herunter und das macht man immer wieder. Aber ich glaube, das machen wir jetzt alles etwas schneller, oder? So, unsere Kartoffeln dürfen jetzt hier noch ein bisschen Wasser planschen, ein bisschen den Dreck rauswaschen, dann spare ich mir nachher das im Topf zweimal Wasser reinmachen. So, jetzt haben wir unsere Kartoffeln ein schönes Bad genommen, jetzt werden sie geschnitten. So, Kartoffeln sind geschnitten. Da sieht man schon die Paprika. Ich muss sagen, macht ein richtig schönes Farbbild da drin. Das Rote da drin macht sich echt sehr lecker. Gut. Als nächstes schneiden wir eine schöne Zwiebel. Auch hier, je schärfer das Messer, umso schöner. Machen da jetzt relativ grobe Würfel draus. So, den Knoblauch, den hacken wir auch so. Sagt, ihr wollt es nicht die Stücke haben oder so, dann macht sie einfach eine Presse. Ich verarbeite den Knoblauch lieber so. So, jetzt haben wir hier den Knoblauch, da die Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln. Das Ganze haben wir jetzt Salz und Pfeffer drauf und unseren Aktivator wieder drüber, lassen es ungefähr 20 Minuten ziehen und dann machen wir weiter. So, das Ganze tun wir jetzt ein bisschen noch mit durchmischen und dann stellen wir es mal so 10 Minuten, Viertelstunde mal beiseite. In der Zwischenzeit machen wir die Bechamelsoße, die dazugehört. Und wie die geht, das wisst ihr ja. So, in der Regel mache ich es jetzt so wie mit einer Lasagne auch. Ich tue es hier einen Teil von der Soße schon mal drüber, in die Form rein am Boden. Damit mir erstens die Kartoffeln nicht so ankleben am Boden. Und der Vorteil ist, dass sie haben auch gut Feuchtigkeit drin. Als nächstes kommt hier die komplette Masse rein. Alles schön verteilen da drin. Und jetzt ist es bei mir so, ich meine, das ist ja eh viel, viel zu früh. Mache ich es nämlich so, dass ich die ganze Bechamelsoße oben drüber mache. Das Ganze jetzt in die Kartoffeln einrühre. Ich lasse es locker mal eine Stunde jetzt mal so beiseite stehen, dass die ganzen Kartoffeln sich auch mit der Soße vollsaugen können. Da kommt dann in der Stunde ungefähr, tue ich dann den Käse drüber. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad. Nochmal in den Ofen rein, 20 Minuten, 30 Minuten ungefähr. Dann schauen wir nach nochmal, wie weich die Kartoffeln sind und dann sollte alles fertig sein. Also die Wartezeit ist so weit jetzt um. Jetzt haben wir da den ganzen Käse drauf. Das ist veganer Käse, wohlgemerkt. Schaut echt aus wie normaler Käse, finde ich echt immer super. Man merkt auch gleich da hinten die Restwärme, dass der Käse gleich anfängt zu arbeiten. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Bei knapp 160 Grad. Ich habe mir jetzt mal 40 Minuten eingestellt und wenn es soweit ist, dann zeige ich es euch. Also ich habe es jetzt mal rausgetan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so ganz begeistert von dem Ganzen, weil der Käse heute nicht zerlaufen ist, so wie er sollte. Es hat sich nicht gebunden. Egal, wird schon schmecken, hoffe ich. So. Jetzt habt ihr mein Desaster heute mal gesehen. Ich meine, ich kann nicht immer gewinnen. Und jetzt schauen wir mal und hoffen mal, dass es alles jetzt auch gut schmeckt. Würde ich auf alle Fälle sagen, wie gesagt, vielleicht war es mir heute auch zu flüssig oder so. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, haut einen Button raus, mal wieder einen Abo-Button raus.
Und damit ihr wieder mehr von meinem Content mitkriegt, dann wird es auch wieder mehr kommen davon. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend heute noch und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder und am Sonntag wieder zum Feldkampf. Lebt euren Traum und träumt nicht euer Leben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt bei euch und einen wunderschönen Abend. Bis nächste Woche.